Ach, da ist die Schlucht, an der ich schon mal vorbeigelaufen bin, genau. Okay. Da ist bestimmt auch irgendjemand drin und hat sein Lager. Wäre natürlich interessant zu wissen, ob da vielleicht nicht direkt in der Schlucht irgendwo ein Minenschacht reingeht, ne? Ja, das ist ja öfters so. Also auf alle Fälle ist hier gebauter Koppel. Ja, hier ist eh direkt jemand direkt reingelaufen. Ich würde sagen, lassen wir hier oben war noch ein Hühnchen. Nehmen wir das noch mit. Dann gehen wir hier weiter. Haben wir durch die Wüste, oder wie? Gar nicht durch die Wüste, aber hier am Rand der Wüste würde ich dann schon lang laufen. Okay. Hier ist noch ein Schwein. Ich möchte nicht wissen, wie viel Wolle auf der Welt fehlen. Stimmt schon ein bisschen. Weil man vergisst es halt doch in der Eile mal gerne. Wir haben es gemacht. Ja. So, Zuckerrohr. Zuckerrohr brauchen wir eigentlich nicht. Doch, nehmen wir mal mit. Nehmen wir mit. Wenn wir eine Kuh finden, okay, dann packe ich es ein. Bücher. Wenn wir es haben, kann kein anderer haben. Müsste es eigentlich noch. Bist du jetzt schon links von mir? Bin hier über dir. Hab dich gehört. So, hier am Dorf hat bestimmt auch irgendwer sein Lager in der Nähe. Mit Sicherheit. Aber ist auch egal, hier gehen wir wieder weg. Wir gehen wieder Richtung Innenland. Ich trink mal ein Stückchen. Mach das. So, nicht zu viel sprinten. Ich sprinte gar nicht. Ja, ich auch nicht. Essen sparen. Einfach. Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig, weil wir verlieren irgendwie, wenn wir sprinten, extrem viel. Mhm. Mir aufgefallen. Irgendwie zu der Version davor ist das schon ein großer Unterschied. Hier sind auch Schweine. Mal mit. Da hinten ist wer? Wo? Direkt hinter dem Schwein geradeaus. Sneakt. Dierschwert, Eisenrüstung. Okay. Kommt er? Nein, er läuft weg. Okay. Er ist quasi der eine Berg hier, ne? Also ja. Quasi wir haben links und der rechts, der kleine, da ist er hinten durch die Schlucht gelaufen. Okay. Er war alleine. Ja, ist bestimmt wenig mit dem Dingens. Da ist Wolle. Da oben ist Wolle. Okay. Da oben ist einfach Wolle. Bleib nur was weiter weg. Und schreib gleich blaue Wolle abgebaut. Oder ist das lila? Ist blau. Okay. Dann schreib blaue Wolle abgebaut. Hier weg. Okay, das war blaue. So. Okay, stimmt ja. Team Lila ist ja draußen. Die Wolle zählt natürlich nicht mehr. Aber es war blau. Es war blau, ja. Bei uns war jemand im Channel. WTF. So. Dann sollten wir auf jeden Fall... Vielleicht mal in den dichten Wald hier gehen? Weiß nicht. Voll scheiße. Erinnere mich wieder an das Foto von vorhin. Wieso war der in unserem Channel? Euer Spieler. Wollen aber wir hier bleiben oder da mal rechts reingucken? Wenn wir hier ein bisschen auf der freien Fläche gucken, weil im Wald ist er wieder so dicht, wenn wir da angegriffen werden. Ich weiß, das stimmt schon alles. Oh. Ist halt immer die Sache. Kann halt gut sein, dass hier irgendwo Wolle versteckt ist, aber von einem Angriff ist dann schon sehr hoch. Also hier ist auf alle Fall ein Crafting Table. Ich bin gleich im Spawn, in der Nähe vom Spawn. Ich bin Bäumen. Ja, wenn wir halt jetzt noch eine Wolle finden würden, ne? Da ist der Spawn übrigens. Ja, ich bin hier jetzt in der Nähe vom Spawn. Wo bist du? Warte, ich komm. Da hinten, ja. Ich sehe dich. Wenn wir natürlich jetzt noch eine finden würden, dann könnten wir natürlich gleich tauschen, ne? Wäre perfekt. Aber hier in der Nähe vom Spawn ist mal, denke ich, nicht oben. Da oben ist einfach was in der Luft. Hier auf der Seite waren wir noch nie, ne? In diese Richtung. Also ich glaube, ich war schon überall. Ja, ich aber noch nicht. Stimmt, weil du hast ja in der Zeit, wo ich ja alles erkundet habe, Diamanten gefunden. Ich sehe Wolle, blaue.
Nice. Hier die Richtung, genau. Geradeaus. Okay. In einem dichten Wald. Da war jetzt auch Glück. Warte mal. Ne, das war eine Rose. Das ist nice, dann können wir gleich direkt umtauschen. Ein Schwarz. Ja, perfekt. Und du halt aufpassen, wenn jetzt jemand kommt. Ja. Wäre nicht so schön. Hier hoch. Jo. So, wo war die jetzt genau? Irgendwo hier oben. Mal mit. Ess nochmal was. Hallo Zombie. So, und jetzt einfach nach links und da müsste die irgendwo. Wegen Chunkfehler hast du die gesehen oder wie? Nee, ich hab Sichtweite sehr, sehr hoch. Okay. So, einmal hier gucken. Müsste ja gleich irgendwo hier sein. Okay. Ah, hier. Hab sie. Okay, nice. Dann baust du die ab. Ja. Dann hast du beide. Ich hab wieder blau abgebaut. Gut, und dann gehen wir jetzt zum Spawn. Werden dann am besten umtauschen. Hier über die Bäume runter. Ja. Am besten immer umschauen. Weil wenn jetzt jemand kommt, ist ein bisschen doof. Ja, das stimmt. So haben wir schon ein Leben wiedergeholt und das ist schon relativ gut. Aua. Oh, diese, seit ich Optifine drauf habe, ne, haben die Pilze hier so eine... Ich sehe noch eine blaue? Was? Ja! Wollen wir die erst tauschen? Genau in die Richtung, ne? Zwischen den Bäumen. Da haben die gerade geplantet. Da holen wir die gleich wieder. Upp. Das ist natürlich nice. Das arme blaue Team. Wer ist denn blau? Ich habe keine Ahnung. Und Triple Re. Ah, okay. Wo ist die Umtauschtruhe? Auf unserem schwarzen Feld. Legst also du quasi hier? Die zwei blaue rein und nimmst dir eine schwarze oder tust die quasi ne, wieder zu unserem Gesamtleben dazu. Und die blaue kommt halt eben rein, damit das danach kontrolliert werden könnte. Warte, ich schreibe mal kurz. Ah, ja, auch geschrieben. Okay. Zwei blaue gegen ein schwarz. Dann gehen wir jetzt in den Wald rein, holen dann noch die andere Wolle. Dann ist schon wieder richtig gut und das arme blaue Team. Da müssten wir eigentlich noch weiter suchen, ne? Das sind Löcher. Okay. Ja, wäre eigentlich richtig gut, wenn wir jetzt suchen. Also können wir unsere Leben wiederholen. Ja, und vor allem, ich sag mal jetzt noch eins, dann haben wir wieder eins mehr, ne? Es tut uns schon gut. So, irgendwo hier. Vielleicht ist es auf jeden Fall nicht. Irgendwo hier. Schau mal mit. Das müsste, warte mal, genau hier, wenn ich hier. Die war oben am Baum. Warte mal ganz kurz. Oben am Baum? Ich baue mich mal ganz kurz nach oben. Okay. Komm mal direkt hinterher, weil man weiß ja nie. Genau hier, auf dem Pilz. Ach, nice. Nein, das arme blaue Team, ich baue wieder ab. Du schreibst wieder. Moment. Jetzt! Blau abgebaut. Welche Richtung? Eventuell vielleicht hier mal nach rechts hinter den Pilz. Aber das ist wieder dichter Wald, ne? Ja. Ja, lass einfach mal hier ein bisschen drüber laufen. Da hat man halt eine schöne Aussicht, ne? Und da oben kann uns halt. Wollt ihr uns verarschen? Hier oben kann uns halt so schnell nicht jemand was, ne? Außer mit dem Bogen. So, einmal hier hoch. Die sollten besser verstecken. Weil das war wirklich jetzt mega nice. Wenn wir jetzt nochmal blau finden. Nein. Die Armen. So, da hinten ist wieder ein Pilz. Könnten bei mir auch die Rennerdistanz. Normal 12 Stellen, da sehe ich ein bisschen mehr. FPS sind gleich geblieben, also ist alles super.
Wo bist du hin? Ich bin über dir, genau. Ah, okay, gut. Von hier oben hat man nämlich so eine schöne Aussicht und sieht alles. Geh auch mal hier hin. Könnte sein, dass uns da vielleicht noch eine Wolle in die Hand fällt. Hier war der Kampfplatz der letzten Aufnahmesession. Hier rechts in der Wüste, ja. Da haben wir alle gekämpft. 3 oder 4 Teams gegeneinander. Aua. Und heute nehme ich mal ohne Facecam auf, weil ich bin mega müde. Willst du deinen Abonnenten deine Augenringe nicht antun? Nee, will ich die nicht antun. Wir könnten mal da hinten auf den Berg gucken, hä? Ja, lass da auf jeden Fall mal hingehen. Und ich sag mal so, es ist für unsere Abonnenten eh ein bisschen schöner, wenn wir jetzt nicht 2 Stunden lang meinen. Wobei, ja, das müssen wir jetzt dann irgendwann machen. Irgendwann, aber zuerst würde ich mal sagen, ein bisschen mehr Action so. Wäre schon spannender, auf jeden Fall, wenn wir hier so rumlaufen, weil es kann ja jederzeit jemand kommen. Ja, und uns töten. Ja, oder wir töten die. Ja, ich sage halt immer, okay, wir haben Dia-Schwerte, ne? Aber gerade wenn jemand halt wirklich gute Verzauberungen drauf hat. Man muss halt gucken. Ich gehe mal hier hinter dem Berg, vielleicht ist da irgendwas. Ich nehme mir nur mal kurz das Skelett mit. Wir sollten auch 1 oder 2 Wolle abbauen. Dann sollten wir wieder unter Tage gehen, ja. Weil dann wissen die, dass wir hier richtig am Suchen sind. Dann werden die auch rauskommen. Also werden einige auch rauskommen, weil die Angst um die Wolle haben. Bist du? Rechts von dir normalerweise. Also du bist links im Berg hoch, ich rechts gleich neben dir. Ich sehe deinen Namen. Warte kurz. Hier. Ach, okay, gut, nice. Ja, mal gucken, ob hier hinten irgendjemand Wolle? Was versteckt hat. Was ist denn das für eine Hütte? Eine Hütte. Bin ich an der schon vorbeigelaufen? Warte, lass mal reingehen, weil die sieht unnatürlich aus. Kann natürlich sein, dass jemand seine Wolle versteckt hat. Ach, das sind Händler. Ah, okay. Oh. Das ist auch gut, das Dorf ist voll mit der Kuppel abgeschnitten, ne? Also was heißt Dorf? Baby-Zombie. Ja, ein Haus. Ich hätte gern das Essen von da draußen. Wir können weiter nach hier gehen mal. In diese Richtung. Yep. Da kommen wir gleich wieder in die Wüste. Ja. Nichts. Ja, man kann ja mal gucken, ne? Ja. So, was haben wir denn hier Schönes? Ah, da kommen wir jetzt wieder durch die Wüste. Ja, dann können wir direkt wieder zurückgehen, weil da ist nichts. Lass einfach einen anderen Weg gehen. So, ist hier noch irgendwas? Nö. Warst du auf dem Berg hier schon oben, also auf dem kleinen? Vielleicht nicht, dass da oben eine Wolle oder so ist, ne? Wolle. Ja, ich komm mal zu dir. Nicht, dass gleich irgendwer kommt. Ich habe irgendwas vom Himmel fallen gesehen. Ich weiß nicht, ob das eine animierte Sternschnuppe war von meinem Textpack oder ein Pfeil. Also ich sehe hier keinen, ich bin hier direkt oben am Berg. Ja, okay, dann war das irgendwie nur ein vom Himmel. Jetzt hier, direkt neben dir. Ja, okay, gut. Oh, ja, dann gehen wir wieder hier hinten. Richtung Wald, also rechts am Wald vorbei. 2 Hexen. Ja, einfach weggehen. Ja, die waren in der Wüste. Die sind hässlich. Die tun weh, können weh tun. Creeper. So. Immer auf Namen aufpassen. Creeper. Oh Gott. Tot. Dann würde ich sagen, einfach mal hier runter. Da, wo man sich wehtut. Da sind wir übrigens das letzte Mal auch runter, als dann Nodop kam. Da hinten sind das war MC Expert. Und die haben uns ja dann irgendwann auch Nodop. Ja, so viele. Da kamen einfach alle. Und ich habe 8 Level. Ich habe 4.